Yo, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Kevin muss das jetzt sein. Kevin, bericht bitte den. Kevin, Mo, hallo, Jungs, Jungs, wir sind Jungs. 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 Leute, wir haben gerade eine geile Idee gehabt. Also eigentlich war es meine Idee. Wir spielen jetzt gemeinsam eine Runde Bed Wars in Fortnite, Leute. Und es gibt vielleicht einfach die Möglichkeit, dass ihr alle ready macht. Vier John Wicks sehen so dämlich aus einfach. Das hätte ich niemals gedacht. Wahnsinn. Wir werden uns zwei Häuser quasi nehmen, die oben komplett frei bauen, dass jedes Team noch ein Bett hat. Dann kommt bei jedem Team ein großer Turm mit einem Bounce-Pad, sodass man direkt landen kann, damit man nicht quasi noch immer noch bis zum Boden segeln muss. Dann, meine Freunde, das war Tobis Idee übrigens. Dann, meine Freunde, darf jedes Team jeweils zwei Kisten öffnen. Wir schauen uns bei jedem Team an, was das Team quasi öffnet. Und dann wird sich gebattelt, meine Freunde, mit den Waffen und den Materialien, die wir halt erfarmt haben. Ich würde sagen, wir machen aber auch für die Mats, machen wir ein kleines Limit, würde ich sagen, weil sonst ist es auch zu krass. Und dann geht es quasi darum, was sagst du? Mats Hummels. Gut, ich würde sagen, Mo ist damit schon mal raus für diese Aufnahme. Ganz normale Regeln bei Bed Wars, meine Freunde. Man darf quasi so lange respawnen, bis das Bett des eigenen Teams abgebaut worden ist. Danach darf man quasi nicht mehr respawnen, beziehungsweise wenn man dann stirbt, ist man tot und muss dann gucken, dass der eigentliche Teammate das Ganze dann noch packt. Wir spielen Tobi und ich gegen Kevin und Mo, quasi gegen die Dummkopf-WG. Habt ihr schon einen Namen für eure WG? Ich würde fast schon sagen, Dummkopf-WG ist eigentlich gar nicht so unpasst, oder? Weil ihr seid ja beide das ziemlich toll. Das kann ich so nicht unterschreiben. Also, Kevin, du bist ziemlich dumm. Kevin, du bist dumm. Unterschrieben. Jeder nimmt sich jetzt eins der Häuser. Mo, ihr nehmt das rechte Haus, wir nehmen das linke Haus. Und dann baut ihr bitte vorsichtig, ja? Vorsichtig alles so weit ab, dass das Bett quasi frei steht, okay? Tobi, du hilfst mir bitte und hörst auf, hier zu tanzen, weil das muss nicht sein. Das war nicht ich. Okay, wer auch immer hier gerade getanzt hat, aufhören. Ihr dürft auch keine Kisten öffnen oder sowas. Bitte erstmal nur alles abbauen, sodass das Bett quasi, welches dann in eurem Haus drin ist, frei steht. Das Dachgeschoss muss komplett freigelegt werden. Also wie gesagt, das Bett muss einmal hier. Hier ist das hier, Tobi. Ja. Also alles abbauen, bis auf das untere Bett. Richtig, so. Genau. Bett abgebaut. Was? Mo? Spaß. Mann, Alter. Wir machen erstmal so eine Runde mit einem etwas näheren Bett und dann gehen wir später nach Pleasant Park, wo die ein bisschen weiter auseinander sind. Die Betten dürfen natürlich später ganz in Bed Wars Manier auch eingebaut werden. Dazu gibt es dann einen kleinen 3-Sekunden Countdown. Jeder hat dafür Zeit und dann ist aber auch schon Sense. Was denn? Hier vorne steht es quasi unser wunderschönes Bett frei. Bei euch auch, hoffe ich doch mal. Wir gehen nämlich jetzt erstmal hin und lassen ein paar Kisten öffnen. Wie gesagt, ich möchte jetzt, dass es hier fair gespielt wird. Keiner nimmt jetzt bitte ein anderes Item auf. Die erste Kiste, die wir hier vorne haben, gebührt den lieben Mo. Die darfst du jetzt erstmal öffnen, mein Freund. Okay, eine AR und Schildtränke. Hier unten ist noch eine Kiste. Nicht schlecht, nicht schlecht. Die nächste Kiste darf ich lieber Kevin nehmen. Kevin, komm mal her hier. Oh! Ja. Okay. Nice Jackpot, Bro. Nice one, nice one, nice one. Die Kiste macht Tobi auf. Tobi, öffnet das Ding. Oh, oh nein, aber, warte Alter. Warte mal, ich bin mit Deagle Pro. Ich hab richtig Auge gemacht, Mann. Ich bin mit Deagle Pro, pass auf. Ich mach die nächste Kiste auf. Okay. Stech das oben. Wow, auch so nicht schlecht. Naja, es geht so. Ich habe halt keine Schildis, ne? Dürft ihr die Schildis nehmen? Ich kann dir eingeben. Die Schildis könnt ihr alle nehmen, genau. Nehmt eure also alles, was in der Kiste drin war. Komm her, ich gebe dir noch einen. Okay, Jungs. Ich glaube, die Technik ist relativ simpel. Ich glaube, ihr habt alle verstanden. Beide Teams haben jetzt genau 30 Sekunden Zeit, also sobald ich sage los, euer Bett einzubauen. Da ihr das eh schon gemacht habt, würde ich sagen, habt ihr diese Zeit jetzt nicht mehr, weil ihr einfach gecheatet habt an der Stelle. Shoutout geht raus an Kevin. Ich würde sagen, Leute, Tobi, komm mal rüber hier. Okay, Jungs, es wird bei euch nichts mehr gebaut. Wir bauen jetzt unser Bett in 30 Sekunden ein. Und dann würde ich sagen, geht es auch schon los. Die Zeit läuft ab 3. So, 28, 29 und stopp, Tobi. Okay. Gut, genau, 30 Sekunden, ihr seht es hier, meine Freunde, 30, 56. Ich würde sagen, Jungs, also, zu den Spielregeln, kommt nochmal ganz was. Warum habt ihr hier noch was gebaut? Ey, Jungs, nicht cool, wir haben gesagt nicht, nicht cool. Hast du auch deine Pyramiden? Ich dachte, das wäre... Kevin, bist du eigentlich dumm wie... Ich hab damit wieder nichts zu tun. Mann, alles klar. Also, ganz kurz zu den Regeln. Wände werden nur zerstört mit der Pickaxe, okay? Mhm. Gegner mit den Waffen getötet. Es wird so lange respawned werden, bis das Bett des jeweils anderen Teams zerstört worden ist. Jedes Team geht jetzt in seine Base. Ab hier dürft ihr quasi erst bauen, auf unserer Seite und wir auf eurer Seite. Wisst ihr, was ich meine? Okay. Wo ist unser Bouncing-Pad hin, Kevin? Hast du das eingebaut? Das hat wahrscheinlich irgendwann abgebaut. Das Bounce-Pad wurde nicht abgebaut. Ich habe euch eins dahingesetzt, ihr Volltrottel. Kevin! Ich hab extra gesagt, bau es nicht zu! Okay, es ist mir scheißegal, wie ihr das jetzt macht. Ich hab euch 10-mal davor gewarnt. Ja, ja, mehr ja. tun kann ich einfach nicht. Zu tun. Ja, du hast den dümmsten Teammate der Welt, Alter. Ich würde sagen, auf 3 geht's los, okay, Jungs? 3, 2, 1 und go. Okay, Tobi, wie machen wir's? Schießen! Ja, moin, ich bin gelasert worden. Au! Boah, hallo. Was nicht, Alter? Ich bin die hier, Bro, pass auf. Ich bin down, ich bin down, ich bin down, ich bin down, ich bin down. Jetzt bauen die. Hab einen. Was? Tobi, wieso hast du keinen Boden gebaut? Wieso hast du keinen Boden? Haben beide. Lol. Alles okay, gut, Tobi, rüber pushen. Jetzt kommst du, jetzt stimmt, wir können laufen. Warte, Tobi, ich brauch meine Waffe. Ja, ich push mal so lang. Eure Waffe liegt hier drüben, die müsst ihr dann holen, Jungs, ne? Ich glaub, die sind gleich wieder unten, ne? Wo ist deren Bett? Okay, ich darf hier noch nicht bauen, ich darf hier noch nicht bauen, ich darf hier noch nicht bauen. Nur mit Ding jetzt abbauen, Tobi, ja, ne? Mach ich. Ja, Vorsicht, die sind hier. Wo ist das Bett? Alles bei mir.
Hey, Digga! Hallo! Was hast du für eine Waffe aufgenommen? Meine Waffe wurde aufgehoben. Junge! Kevin, Alter, ohne Witz, halt dich mal an die Regeln, deine Waffe liegt bei uns in der Base. Du machst alles falsch. Du machst einfach alles falsch. Wo ist Mo? Ich bin bei dir in der Base, bin bei dir in der Base, baue ich gerade was ab. Oh mein Gott, die klappt mich tot, die hab ich tot geklappt. Digga, du hast einfach so ein Ding offen gelassen beim Bett, ne? Echt jetzt? Ja, ich hab's zu editiert. Okay. Okay, einer von denen kommt, pass auf. Der ist fast down. Wir dürfen ja hier nicht bauen, ne? Aber die. Nee. Digga, er baut wie Weltmeister hier. Aber es bringt ihm nichts, wenn er hochbaut. Ich hab meine Waffe zurück. Ah! Kevin, ist los. Okay. Tobi, komm! Warte! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Tobi! Der bricht zusammen! Ja, oh nein. Er ist tot. Okay, bist du bin da bin ich, bin da bin ich! Ich hab's Bett abgebaut! Wir müssen beide nur noch einmal sterben! Dann haben wir gewonnen! Okay, wo ist Kevin? Der kommt da oben auf. Der ist auf dem Turm oben. Der versteckt sich auf dem Turm. Kevin? Was hast du davon? Kevin! Warum spielst du die ganze Zeit so? Kevin, warum bist du so? Warum bist du so ein richtiger Kevin, wenn du spielst? Ich würde sagen. Hast du ihn? Ja, nee, nein. Nice, Mann! Da fehlt noch einer. Geh mir noch. Digga, Kevin, wir bauen uns gleich den Kack-Turm ab. Definitiv. Er baut sich einfach im Turm runter. Okay, er fällt runter. Hab ihn, Digga! Nice, Mann! Samo. Was? Hä? Hier ist Kevin, oder? Wo ist der Junge? Ja, Digga, Alter. Okay, intense Battle auf jeden Fall. Da muss ich auf jeden Fall nochmal riesig schauen, ob man Kevin raushassen, der das Spiel bis dato nicht verstanden hat. Ich würde sagen, Jungs, wir verziehen uns ganz kurz mal nach Pleasant Park, denn da haben wir ein bisschen mehr Platz. So, Jungs, Runde Nummer 2. Wir sind jetzt in Pleasant Park angekommen. Wir haben jetzt hier leckerweise sogar lecker ein Haus gefunden mit 2 Betten drin. Wir haben uns jetzt entschlossen, dass wir jeder in jedem Team quasi um die, keine Ahnung, 10 bis 15 Tommy Guns quasi deponieren, sodass man des Öfteren sterben kann. Und überall, wo dann halt quasi eine blaue Tommy Gun liegt, die darf man dann nehmen. Das sind dann die einzigen Waffen, die wir haben, damit es einheitlich ist. Ich würde sagen, wir fahren auf jeden Fall noch ein paar Mats und gucken, dass wir gemeinsam noch genügend Tommy Guns bei uns jeweils haben. Guck dir diesen Turm an, Tobi. Guck dir unseren Turm an. Schön. Ja, ich hab schon gesehen. Guck dir das an. Wie, Jungs, ja, ganz ehrlich. Ich bin das nicht. Die Kevin einfach immer so. Okay, wie viel Munition habt ihr alle, Boys und Girls? Sag mir mal ganz kurz, Mo, wie viel Munition hast du? Mo? Mo? Warum ist der gemutet? Oh Mann, Alter, ich kann das nicht mehr. Tobi, das Format hat auf jeden Fall Potenzial. Ich meine, wir machen das nächste Mal einfach mit anderen Leuten an der Stelle dann. Wollen wir nicht irgendwann anfangen? Mo steht da hinten AFK rum. Hallo? Mo, ja, warum? Deine Freundin hat mich voll gespammt. Tobi, wir fahren einfach schon mal genügend Material, um unser Bett einzubauen. Dann habt ihr 30 Sekunden Zeit, euer Bett einzubauen. Nicht mehr und nicht weniger. Danach ist Schluss und dann geht's einfach los. Mir reicht's nämlich jetzt, Alter. Ich kann das nicht mehr. Wie gesagt, bitte? Sämtliche blauen... Was denn? Was machen wir? Boah! Wir bauen unser Bett gleich ein. Ihr baut euer Bett gleich ein, okay? Jungs, seid ihr bereit? Zu bauen das Bett. Right. Ja, okay. Right. Gut. Die Zeit läuft ab. 3, 2, 1 und go. Okay, Tobi zubauen. 2, 1 und stopp. Okay, Jungs, seid ihr ready? Ja, wir sind ready. Okay, es geht los in 3, 2, 1 und go. Okay, komm. Man darf gleich bauen, ne? Ja. Ich weiß nicht, was die da machen gerade. Hallo. Einer hat Hits, der unter hat Hits kassiert. Einer down, ich hab einen down. Der andere chillt bei mir hier. Ja, ich weiß nicht, was er gemacht hat. Gut, alles klar. Komm zum Bett. Einbauen, abbauen. Okay, Tobi, die kommen runter. Warte, ich komm hier nicht hoch. Wo ist das Bett? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Der ist hier. Keine Ahnung, wo ist das? Oh mein Gott, einer ist bei mir. Ich bin down. Okay, Tobi, landen. Okay, wir müssen Muni uns auch immer aufteilen, ne? Wo sind sie? Nimm dir. Oh mein Gott, ich bin gehittet worden. Oh, der ist nah. Au, ich bin gehittet worden. Okay. Oh, ich hab keine Baumatz. Ja, ich wollte auch gerade sagen. Ich hab einen down. Denkst du, kannst dich ja einfach Kevin. Ich hab einen down. Hast du den anderen auch down? Okay, ich let's go. Vorpushen, komm. Ich hab nicht mehr viel AP, Bro. Du auch nicht mehr. Okay. Hier hat er einen Bounce-Bit gebaut. Jungs! Kevin! Da glaub ich, Mo. Sind die wieder Uni? Hier, Boys, die kommen jetzt gleich wieder runter. Oh, nimm alle Waffen hier. Das wäre fies. Das ist egal. Okay. Oh, hier sind auch noch Sachen. Hab einen wieder down. Darf ich auch erstmal landen? Nein. Okay, Tobi, ich bin am Bett. Ich bin am Bett, Tobi. Wo? Nein, ich werde angeschossen. Ich hab's Bett down. Egal welches Bett es ist, ich hab beide down. Okay, die müssen nur noch beide sterben. Bei mir ist jemand. Einer ist gleich tot. Nutze die ganze Zeit Bounce Pads. Oh nein, Kevin ist da. Okay, hab einen down. Mo ist down. Kevin ist auch mega low. Der ist bei denen irgendwo in der Base, glaube ich. Oh wow, ich hab den Turm verpasst. Ich muss jetzt runterfliegen. Ja! Ja, Digga, ja!
Nice one, Digga. Nice. Oh mein Gott, Jungs. Komplette Rampage. Ja, damit haben wir euch 2-0 rasiert, Jungs. Mo, ganz kurz als ehemaliger Badpass-Profi, was sagst du dazu? Nix. Leute, das war's auf jeden Fall von der ersten Runde von Bed Wars in Fortnite. Ich glaube, da gibt's noch ein paar Anpassungsdinge, die wir definitiv vornehmen müssen. Unter anderem auch Kevin, der definitiv eine Menge Anpassung braucht wahrscheinlich. Das war's auf jeden Fall von diesem wunderschönen Video. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Damit sind wir für heute raus. Und schaut auf jeden Fall bei Kevin, bei Mo, bei Tobi und natürlich ja auch bei mir vorbei am Kanal, weil ich mache ja auch Videos. Ne? Also, in diesem Sinne, meine Freunde, ne? Ihr wisst Bescheid, wie es aussieht. Macht das gut. Lasst einen Daumen nach oben da. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.